Ich begrüße euch wieder zu Bless Online. Ich bin wieder auf dem Archer unterwegs. Ich habe ja nebenbei noch mein Magier am Laufen. Und wenn ihr das verfolgt, seid ihr vom Levelstand weiter. Aber ihr seht natürlich auch weniger. Also es wird da ganz hart gelevelt. Ich hoffe, dass das hier nicht zu laut ist. Ich muss das dann immer separat umändern. Aber ich würde auffallen, dass hier überall jetzt öfter GameStream-Info kommt, weil es gab ein Update, ein Spiel-Update. Und ja, lassen wir mal so. Und da ist auf jeden Fall noch kein Update gekommen für das Englisch-Patch. Und ja, und dementsprechend bin ich jetzt durch den Level 18, 19 Magier auf jeden Fall sicher, was ich mache und was ich nicht mache. Und mir ist definitiv aufgefallen, wir müssen was machen. Und zwar, es ist wirklich so, dass die Quests vom Level her gleich bleiben. Also, ja, du machst die Main-Quest durch und irgendwann bist du Level 16, kriegst dann eine Level 18-Quest, die dir dann ein nahezu ganzes Level abgibt. Das Problem ist aber, dass diese Quests irgendwann von der Gefährlichkeit so schwer werden, dass du dann irgendwann sagst, mache ich doch nicht lieber auf Level 20, ich war nämlich Level 16 und sollte Level 18 Quests machen bei Level 20 Monster. Und dachte dann, vielleicht sollte ich mal doch was anderes machen. Und ja, dann habe ich dann einfach mal Quests nachgeholt. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn wir ein paar Quests machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man vielleicht die Quest so ab Level 16 machen sollte. Oder auch, kann eigentlich im Endeffekt ganz wirklich auch einfach alle machen. Also ich habe einfach mal durch diese Nebenquests, ich nehme einfach mal eine an, durch diese Nebenquests einfach mal anderthalb Level, glaube ich, habe ich gemacht. Und das ist, das geht so schnell, ja, das ist so kein Problem. Was war das denn da unten da? Ja, den können wir schon. 800 Meter weiter ist das Ding weg. Ja, diese Kills sollte man vielleicht mitnehmen. Also, der Magier ist jetzt so, dass der drei Viecher gleichzeitig kloppen kann. Daher ist es mit dem wirklich einfach. Was mir noch unter anderem aufgefallen ist, ist, dass wenn wir... Hallo? Ach ja, das Viech habe ich ja dabei. Das ist, wenn wir hier auf diese Quest gehen, dass wir hier auch die Tame-Chance sehen. Also Chance 0 bis 20% to tame the beast. Das ist jetzt, was ich kloppen müsste. Das wäre Black Smoke, davon haben wir ja mal eingetamed. Und das ist dann natürlich wieder die Frage, wir haben ja dieses gesehen, mit diesen Rollen, 10 Level unter einem, 10 Level über einem. Ich weiß nicht genau, ob das alles mit der Übersetzung so stimmt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass man die teuerste Rolle nehmen muss, um die 50 Level unter einem Mobs zu fangen. Das ist für mich ein bisschen, ja, komisch, weiß ich nicht. Wir haben hier in der Liste auch, hier sieht man das, also hier wären 2, habe ich nicht gefunden. Hier wären 37 Quests, 3 habe ich gemacht, ne? Ihr seht dann hier auch die Pet Skills. Ja. Also XP, Geld, PvP XP und Dungeon Punkte. Dann gibt es hier noch sowas, dass man mehr Informationen bekommt für, ich habe keine Ahnung, was dieses Connoisseur heißt. Ja, und Freundschaft erhöhen, freundliche Leute, Chance zu, perform the job with people increase, ja, so. Auf jeden Fall sieht man hier dran jetzt auch so, also man sollte jedes einmal anschießen und dann am besten auch direkt mal hier so wegkloppen. Hier sieht man jetzt auch, ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung, hier Phase 1 habe ich ja hier beendet, Phase 2 braucht 20 Monster. Es ist aber unterschiedlich, hier brauche ich zum Beispiel jetzt noch 5. Wo haben wir denn noch Phase 1?
Oh, die habe ich alle weggeballert. Blacks. Ja, aber das. Wo ist es denn hier? Hallo? Sieht man da, was ich nehme? Da. Nein, auch nicht. Smoke war. Ja, genau, das ist ein. Also hier sieht man 470. Ich weiß nicht, ob das dann danach mehr wird, aber gibt auf jeden Fall diese Buchpunkte. Und diese Punkte könnte die Chance zum Tame erhöhen. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier mit dem auch noch nicht wirklich viel erreicht. Also mir fehlt definitiv hier so ein bisschen der AOE. Also es ist wirklich Single Target und den würde ich dann auch gerne in die Richtung Critical Damage bringen. Was mir aufgefallen ist, ich habe für euch mal ein bisschen im Internet rumgesucht und habe mir mal die... fettes Viech, ne? Ich habe mir mal im Internet die Waffenkonstellation angeguckt, was man denn haben könnte an Waffen. Und die sehen alle so aus. Also da ist jetzt die Nachricht der Spieler, die hier das schon ins Endgame gespielt haben, die haben gesagt, dass das man droppt im Dungeon, Endgame-Gear und so, kann man genauso auch craften. Also macht das Craften genauso viel Sinn. Also man wird wohl im Dungeon-Farm nicht wirklich glücklich werden, weil die Chance sehr selten ist. Es kann aber sein. Alternativ, wie ist es? Nein, ist die 1. Alternativ sollte man sich das dann alles zusammen craften, weil das dann wohl einfacher und schneller geht. Also hat das Craften hier echt einen wirklichen Sinn. Aber mir ist aufgefallen, es gibt keine Special Option da drauf. Also so, dass man irgendwie 4 verschiedene... Ah, da oben. Dass man 4 verschiedene Arten von, was weiß ich, was bekommen könnte. Ah, machen wir so. Geh. Ah, hier. Ach, Feuersicher war noch. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Was mich selber leider ein bisschen stört. Also ich... Tut mir leid, dass ich das mal so sagen muss, ne? Aber ich stehe ja da drauf, wenn man sich den Arsch abfarmt und sagt, Alter, ich hatte Glück. Und dann freut man sich. Ja, dieses gegenseitig ein bisschen hochpushen sozusagen. Yo, Freund, ich habe... Ich hatte doch so ein Reitviech. Hatte ich nicht den Wolf da unten? Ach ja, oh, das war mit dem anderen. Ah. Ja, kann man im Pferd bleiben. Weiß ich nicht, also es ist dieses Meta, dieser ganze Meta-Scheiß ist natürlich praktisch für die Leute, die wenig Zeit haben. Keine Frage. Aber aktuell sind wir in diesem Spielfokus der Leute, dass man schnell Max-Level wird, ein PvP, also und versucht, einen stabilen PvP-Content ins Spiel zu bringen, der einfach nur... ja, des PvP-Willens da ist, ohne dass man wirklich auf irgendwas hinarbeiten muss. Ja, also jeder hat dasselbe Endgear, damit ist es dann auch, wenn man keine Variation einbringen muss, ist es dann auch wieder ganz easy. Und genau, kannst du einfach sagen, oh, der ist zu stark, nerven einfach, fertig, hat da jeder dasselbe. Und nicht so, dass einer sagt, oh mein Gott, ich habe das Ding hier gelootet, der Boss hat hier die Mega-Items gedroppt und ich bin jetzt voll OP und alle sind neidisch und alle farmen dann auch den Boss. Hier ist es dann halt so, ne, wir machen die Inni, weil wir Lust dazu haben. Ach so. Они уже убили, Север. Ладно, возьми дневник наставника. Так как это касается Леони. Ладно. Тогда я иду на луга. Я hallo, redest du jetzt mit Ferry hier oder was? Защищать меня. Мне просто нужна компания. Ach, das ist das jetzt nach da oben. Ja. Das ist hier so dieses Ding, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ne, ich gehe wieder zurück. Dann habe ich hier nämlich gefarmt und gefarmt und gefarmt und habe dann hier die ganzen 10 Dailies oder so gemacht. Nebenquest. Ja, auf jeden Fall, weiß nicht, ich bin eher so der Meinung, dass man den Leuten dann noch dieses, oh mein Gott, geben soll. Also einfach ist das Gear scheiße selten. Ja.
Ist es aber nicht, wenn du es craften kannst. Das ist dann einfach, ne? Die ganzen Botter botten dann einfach den Scheiß zusammen. Oh, guck mal hier, das ist so schick. Und... Ah, das ist dann, weiß ich nicht. Das ist dann genauso wie... Dragon's Prophet zum Beispiel. Kaufst die Drachen einfach im Shop. Tame ist zu schwer. Pff, 15 Euro ist leichter. Ach da. Ja, ich nehme jetzt mal ein paar an. I'd like to order. Achso, ich soll irgendwas craften. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, was ich machen soll. Necklace with Crystal. Badabam. Oh, what the fuck? Habe ich den gerade gekriegt? Nein. Ach. Das ist doch kein Quest-Item. Ja, bauen wir uns hier mal so ein fettes blaues Ding. Ja, zum Beispiel seht ihr jetzt da die orangenen Dinger, das sind dann die, ja, weiß nicht, anders eigenen, wie, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja. Aber hier ist es schon. Guck mal. Das ist zum Beispiel in der koreanischen Version, was ich gesehen hatte. War das noch nicht dabei. Also hier ist es ja doch, ist ja cool, nice. Ja, damit hat sich ja das Thema dann doch ja, geändert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das sind diese Namensdinger dann gewesen wahrscheinlich. Also ich hatte so eine Liste gesehen, die jemand erstellt hatte, extra für Bonusdinger, die drauf sein können. Dann ist das hier wirklich random. Also dann sieht man oben hier Magie, Verteidigung, Stamina und Balance, keine Ahnung, was das sein soll. Und dann gibt es Magie, Verteidigung, Durchbrechen, keine Ahnung, Aggressivität oder so, Resistenzen. Ja. Gucken wir da alles so in Wirklichkeit nachher so ist. Ja, jetzt haben wir hier die Kette bekommen. Mit einem Sockel. Agility. Da war ja auch irgendwas, ne? Dass das hier Angriff gibt. Ja. Achso, und die kommt nochmal zusätzlich dazu. Was war denn? Hier war irgendwo Balance, habe ich doch vorhin gesagt, ne? Hier, das hier, Increase Critical Rate und oha. Ja, sehr nice. Ja, Cooldown, Konzentration. Ja, ist auch sehr nice, sehr krass. Ja. Ist schon echt cool. War das nicht seine Quest? Nö, natürlich nicht. With Crystal Babat. Ja, Problem ist jetzt hier natürlich die halbe Scheiße nicht dabei steht. Und dass ich hier ja auch nichts von bauen kann, so direkt. Hä? Soll ich mal einfach irgendwas craften? Aber wobei die ganzen Sachen, die hier sind... Ich meine, ich müsste sowieso, wenn dann auf... Medium gehen. Ist sowieso alles Humbug hier. Was ist denn die Production? Man, bin ich blöd oder was? Guck mal hier. Achso, das ist schon abgeschlossen dann oder was? Ja, aber verstehen tue ich das nicht. In welchem Zusammenhang
was jetzt aktiv oder was inaktiv ist. Also wenn ich hier auf Produktion Ghost Master gehe und dann das hier rauskommt. Aber hier steht ja complete. Complete. Ja, dann stimmt da doch irgendwas nicht. Ach so, so soll ich das machen. Okay. Crystal. Oder will der das haben? Soll ich das Necklace nochmal ausziehen? Oder muss ich hier bei dem irgendwas kaufen? Ach du Scheiße. Guck mal, da ist der Golem, den ich geritten bin. Ist das Gold? Ne, ist Kupfer, ne? Ach ne, das geht nicht. War aber witzig. Wir wollen ja was erreichen hier. Also muss ich mir mal ein bisschen was einkaufen. Hier 140. Natürlich wollen wir das. 104, aber wir werden nicht mal gesteckt. Wie bekloppt ist das denn? Und das hier. Mit Steuerung. STRG. So. Kann man hier dieses Mehrfachkopf machen. Honig. Wieso steht der Bogen dran? Das ist aber Zwiebel. Salz, Milch und Pfeffer. Nochmal so ein Ding kaufen hier. Kann ich das benutzen? Benötige Buchpunkte, den Plan, Kupfer, Energie und irgendwas anderes. Kupfer, Energie, Energie und dieses komische Rad. Haben wir nicht. Ja gut, damit haben wir das auch irgendwie, ja. Also ich produziere jetzt einfach mal so ein Ding. Weil er sagt Necklace und ich kann keins bauen, also. Gut, dann ist das schon mal nicht. War hier denn ein... eine Rolle oder so? Ne. Ja, wie ihr seht, ist das alles nicht ganz so einfach. How to make an order. Achso, ich kann das... ja, aber ich habe das Necklace ja gebaut. Gucken wir nochmal hier rein, ey. Ja, das ist das hier. Ist ja Level 1. Also es ist irgendwie... einfach so. Okay. Ja, mit Kristall habe ich gemacht. Ja, nee, dann brechen wir doch mal ab. Weil das, ihr merkt schon, dass allein so ein kleines Thema echt ein lang... ja, keine Ahnung, was das für das Problem ist jetzt, aber dass es einen doch lang hinzieht. Also wir gehen mal zu diesem Smoke da hoch und kloppen mal die Viecher da noch weg. Wir sehen das dann aber beim nächsten Video. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal so hoch. Ihr könnt ja nochmal einschalten beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.